Ich werde also nicht, wie es vielleicht nahegelegen hätte, über das 19. Jahrhundert sprechen, werde auch kein Loblied auf die Welt- oder Globalgeschichte anstimmen, wozu übrigens Bemerkungen von Jan Patočka durchaus einen guten und diskussionswürdigen Anstoß gegeben hätten. Ich möchte Ihnen vielmehr eine vielleicht nur angereifte, aus meiner Sicht angereifte Thematik vortragen. Die Fragen sind dabei vielleicht stabiler als die Antworten, die gegeben werden können. Diese Überlegungen führen mich auf gewagte Weise also über das hinaus, was man als Historiker qua Fachmann wissen kann und diskutieren sollte. Denn sie reichen hinein in Politikwissenschaft, Völkerrecht und vielleicht sogar Moralphilosophie, auch wenn auf diesem Gebiet heute Abend besonders vorsichtig argumentiert werden soll. Die Geschichte ist ein großes Erfahrungsreservoir, aus dem man, wenn man allein nur an politische Geschichte denkt, viel über den variablen Zusammenhang zwischen Handlungsabsichten und Handlungsfolgen lernen kann. Doch sie kann keine durch Gründe abgesicherte Handlungsmaximen aufstellen. Wenn Politiker sich bei Philosophen und vielleicht auch bei Sozialwissenschaftlern in ihren Thinktanks Rat holen, dann werden sie typischerweise erfahren, was sie tun sollen. Wenn sie Historiker fragen, hören sie eher, was sie besser lassen. Historiker betreiben das Geschäft der Kritik, sie haben indes keinen direkten und privilegierten Zugang zum Normativen. Das kann ein großes Manko sein, gerade in der heutigen Zeit. Zu viele Hoffnungen, die nach der weltpolitischen Zeitenwende von 1990 gepflegt wurden, haben sich als Illusionen erwiesen. Von der ewigen kapitalistischen Prosperität über die friedliche Harmonie eines postnationalen und postimperialen Europa und das einträchtige Zusammenleben der Religionen bis zur frühlingshaften Demokratisierung im Süden des Mittelmeers. Dennoch bleibt der Zeitgeist, zumindest im Westen, normativ gestimmt. Aus den optimistischen 1980er Jahren hat sich ein, und auch 1990er Jahren noch, hat sich ein nicht immer robustes Vertrauen in zwei Säulen einer möglichen neuen Ordnung in das 20. Jahrhundert hinübergerettet. Dass Kommunikation Konflikte eher abbaut als verschärft und dass universale Werte, an erster Stelle die Menschenrechte, die beste Grundlage für ein erträgliches Zusammenleben von 7.000 Millionen Menschen bieten. Dieser Vortrag, um nun zum Schluss zu kommen, sollte helfen, sich die allgegenwärtige Denkfigur Schutz deutlicher bewusst zu machen und darüber öffentlich zu diskutieren. Es war ausführlicher von einem einzigen, aber politisch besonders wichtigen Aspekt von Schutz die Rede, dem Schutz lebend bedrohend gefährdender Gruppen in anderen Ländern als unseren eigenen. Daneben sind weitere Facetten des Themas vorstellbar. Einige wurden eingangs genannt, andere sollen wenigstens jetzt noch erwähnt werden. Der Schutz vor Epidemien, bei dem wir uns auf das Können von Medizinern und Pharmazeuten verlassen und erschrecken, wenn dieses Können an seine Grenzen gerät. Oder der Schutz unserer Privatsphäre, unserer Daten, für die sich Großkonzerne und Geheimdienste oft mehr interessieren als wir selbst. Überhaupt der Schutz vor Manipulation. Das Motiv Schutz eröffnet alle möglichen Zielkonflikte und Aporien. Selbstschutz geht oft auf Kosten des Schutzes der anderen. Egoismus und Altruismus lassen sich schwer auf denselben Nenner bringen. Afrikanische und nahöstliche Bootsflüchtlinge suchen Schutz in Europa. Die Europäer wiederum schützen sich vor ihnen. Man kann sich zu wenig, aber auch zu viel schützen. Aus Schutzbedürfnis vermag paranoide Einigelung zu werden. Schutz parzelliert und hierarchisiert ganze Gesellschaften. In vielen Ländern der Welt sind nicht nur die Superreichen, sondern bereits große Teile der Mittelschicht in gated communities hinter Mauern und Zäunen verschwunden. Und wer schützt uns vor den Schützenden? Eine Frage, die sich gerade in den USA oder im Zusammenhang mit den USA seit dem 11. September 2001 gestellt hat. Das ist kein neues Dilemma. Im 17. Jahrhundert hatte es bereits Thomas Hobbes diskutiert. Wenn sich der Bürger in einer Situation des offenen oder latenten Bürgerkrieges dem Schutz des ermächtigten Souveräns anvertraut oder unterwirft, wer oder was bindet dann noch diesen Souverän?
diese Frage bleibt aktuell.